Ja, hallo zusammen, willkommen bei meinem neuesten Video. Heute mal ein ganz kurzes, geht um dieses schöne Ansteckmikrofon, ist jetzt hier noch verpackt. Was das Besondere daran ist oder ob das überhaupt zu gebrauchen ist, das zeigen wir euch jetzt hier in diesem Video. Ja, dann packen wir es erstmal aus. Also wir haben immer wieder die Situation, dass ich mal so ein Ansteckmikrofon brauche. Und dann dachte ich, gehe ich doch mal nach Amazon, google mal Ansteckmikrofon. Und das war in der Tat das erste, was ich gefunden habe. Und das war auch das günstigste, 7,90 € oder ähnliches. Amazon Prime, dachte ich, bestelle ich jetzt mal. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, was das Ding überhaupt kann. Die Beschreibung war schon sehr vielversprechend. Da ist also dieses Mikrofon mit einem Kabel von, ich glaube, 1,50 m. Dann gibt es hier einen Adapter dabei und auch noch einen zweiten Adapter. Zeige ich euch auch. Warum brauchen wir verschiedene Adapter? Kommt natürlich hier immer auf den Einsatz an, ne? Hier haben wir auch noch einen weiteren Adapter. Und zwar ist das so, dass ich ja so ein Ansteckmikrofon verschiedentlich nutzen kann. Grundsätzlich sind die jetzt erstmal dafür konzipiert, wie so ein Headset zu funktionieren. Das heißt, ich kann die so direkt in mein Smartphone einstecken. Jetzt haben wir hier ein iPhone X. Gut, in dem Fall brauche ich den Apple-Adapter, aber hätte ich jetzt noch Klinkensteckerbuchse da, dann könnte ich die ganz normal nutzen. So kann ich die so nutzen. Und das ist jetzt hier die Idee solch eines Mikrofons: anstecken und loslegen. So, jetzt möchte ich, habe ich hier noch so einen schönen Clip dabei, um das zu nutzen. Zack. Und dann kann ich mir das hier so mal anstecken. Das ist natürlich ideal gedacht für ein Hemd oder ähnliches. Jetzt wollen wir natürlich mal die Qualität prüfen. Und mein Vorschlag ist, ich mache jetzt mal zwei Tests mit meinem Telefon, einmal ohne den Mikrofon und einmal mit dem Mikrofon. Und dann haben wir zumindest schon mal eine Referenz, weil das Mikrofon oder die Mikrofone vom iPhone X sind ja schon sehr gut. Das heißt, hier könnten wir doch durchaus auch mal eine gewisse Referenz haben. Ich suche mir mal die Memo-Funktion und dann machen wir jetzt erstmal den Test ohne Mikrofon. Ich spiele euch das gleich dann kurz ein. Eins, zwei, drei. So, ohne Mikrofon machen wir mal den Test. Achtung, das ist ein Test. Eins, zwei, drei, ohne Mikrofon. So, dann nehmen wir das nächste. Achtung, das ist ein Test. 1, 2, 3. Diesmal mit dem Mikrofon. Also jetzt habt ihr ja die gehört. Ich höre so jetzt erstmal so keinen Unterschied. Ich fand jetzt mit Mikrofon ein bisschen lauter. Das kann sich aber auch täuschen. Müsst ihr selber mal beurteilen. Jetzt wollen wir das Ganze vielleicht auch nochmal hier in der Studiosituation testen. Dazu mache ich das mal auf. Und jetzt kann ich im Grunde genommen dieses Kabel ja an meinen Computer stecken. Und jetzt haben wir den ersten Grund hier, warum wir den Adapter brauchen. Das ist also so, dass mein Computer, der erwartet eigentlich nur ein Mikrofon. So, und der bekommt aber ein Headset. Und wie man sehen kann, hier haben wir drei Kontakte zusätzlich zu dem Hauptkontakt und hier sind nur zwei. Und genau aus diesem Grund hat die Firma diesen Adapter dabei gegeben. Und da kann ich das Mikrofon nämlich jetzt da einstecken. Wir machen das jetzt mal einfach mal und gucken mal, was passiert. So, Mikrofon steckt. Jetzt habe ich natürlich unser Hauptmikro hier noch laufen. Ich gucke mal, ob ich eventuell das so einstellen kann, dass wir nur auf das Zusatzmikrofon hier gehen. Da muss ich dann eben mal schauen, wie ich das einstelle. So, jetzt habe ich auf das Mikrofon umgeschaltet. Unser Hauptmikrofon ist aus. Ich habe da nämlich hier den Stecker gezogen. Hier, kleiner Beweis, Stecker gezogen. Das heißt also, da
sollte jetzt alles mit diesem schönen Mikrofon hier funktionieren. Hören wir doch selber mal. Ich nehme mir gerade das Video auf, kann also den Sound noch nicht hören, denn mein Kopfhörer, der steckt auch an meinem Mikrofon, was ich gerade ausgestöpselt habe. Aber das sehen wir dann gemeinsam gleich hier in dem Video. Insgesamt würde ich als Fazit erstmal sagen, unabhängig jetzt mal vom Ton, der natürlich ausschlaggebend ist, dass es ja sehr günstig ist für das Geld mit dem Zubehör. Hier ist auch noch so ein zweiter Schutz hier, Windschutz dabei. Kleines Täschchen, gut, wer drauf steht und wer nicht, ne? Also nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Ich höre mir jetzt einfach mal konzentriert die Videos an und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied gehört habt. Ich werde in der Nachbearbeitung des Videos ziehe ich natürlich oder versuche ich immer die Lautstärke gleich zu ziehen, also auf ein Level, damit keine Unterschiede sind. Jetzt ist es so, dass das Hauptmikrofon hier von mir an der Seite ist, und zwar hier versteckt. Seht ihr das? Das hat natürlich den Hintergrund, weil ich nicht so gerne habe, dass so ein Mikrofon mitten im Raum rumschwebt. Manche YouTuber machen das ja. Ich versuche das immer zu vermeiden. Und deswegen muss ich den Ton immer ein bisschen raufpegeln, weil der halt von der Seite im Grunde genommen meine Sprache aufnimmt. Und von daher fiel mir als erstes jetzt erstmal auf, das Ansteckmikrofon schön laut, kernig. Von der Tonqualität, also ich ehrlich gesagt höre jetzt nicht so einen großen Unterschied. Wir nehmen übrigens jetzt diesen Part mit beiden Mikrofonen auf. Das heißt also, wir speisen sozusagen Stereo ein. Einmal von links und einmal von der Mitte. Da bin ich jetzt auch mal auf das Resultat gespannt. Also von der Qualität war ich sehr zufrieden. Ich habe hier meinen Kopfhörer auf, ne? Kann ich auch wieder abziehen. Und muss sagen, also am Kopfhörer ganz sauber, wenig Nebengeräusche, denn wir haben ja hier ein Ladenlokal, da hin und wieder kommen mal welche rein, dann geht die Tür klingeln und. Hat euch wahrscheinlich bis jetzt nicht gestört, aber ich höre es halt im Kopfhörer immer ganz gut. Ich achte natürlich mehr darauf. Super Nebengeräusche, auch so ein Rauschen haben wir keins. Ne? Da, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, da war wieder so ein Klingeln und so weiter. Also von daher, für mich Preis-Leistung absolut Hammer, absolut top. Also das werden wir jetzt öfters testen. Vielleicht machen wir später nochmal einen Nachsatz dazu oder ähnliches. Also muss ich sagen, toll. Ich glaube 7,90 €. Ich verlinke euch natürlich auch hier in der Videobeschreibung den Artikel. Dann könnt ihr den direkt kaufen bei Amazon. Und wenn ihr den über meinen Link kauft, dann bekomme ich eine minimale Provision dafür. Würde mich freuen. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Nicht vergessen, ganz wichtig für uns, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Habt ihr noch Fragen? Dann bitte unten einfach in die Kommentarfunktion. Wir sagen, das war's. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.